Liebe Leute, es geht weiter mit Civ 6. Schön, dass ihr dabei seid. Eine Runde weiter geht es hier erstmal. Wir müssen daran denken, dass wir das Stammesdorf auch gleich aufsuchen hier. Stadtschat-Quest abgeschlossen. Tempel der Artemis ist leider mittlerweile gebaut worden. Und hier kommt ein Bürger dazu, den wollen wir beobachten. Eine Runde weiter. Vierter Bürger ist da und jetzt bin ich sehr gespannt, was das hier bedeutet für die Leute. 9,5? Das heißt, wir können jetzt sogar so wegschicken. 9,5, ein Gouverneur gibt nur 8 mehr an Loyalität. Und wir haben noch nicht mal die Gouverneurskarte drin. Die Garnisonskarte drin, die einer, die in einem Stadtfeld gibt, den Bonus gibt, plus 2 Loyalität für die Stadt. Und wie viel haben wir hier oben drin? Plus 8. Genau das, was ein Gouverneur gibt. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Hier vorne platzieren wir schon mal den Campus, damit frieren wir die Baukosten hier ein. Genau, in der Reihenfolge. Hier sind wir noch ein bisschen auf Erkundung. Ja, hier könnte auch ein cooler Platz sein für eine Stadt. Einmal eine Plantage hier hinten bauen. Gibt auch einen halben Wohnraumpunkt, einen haben wir schon durch die beiden. Die beiden in Summe geben auch noch einen Wohnraum. Oder wir machen den halben Wohnraumpunkt hierfür und dann geben die beiden zusammen einen. Dann kann Bullhaven auf 6 Bürger wachsen problemlos. Oder zumindest auf 5 ohne Probleme. So, einmal feuerfrei von hier vorne. Eine Beförderung geben, durch die man kampfstärker ist. Eine Runde aussetzen. Eine Runde weiter. Noch ein Agnes nicht befördern. Wir haben noch ein paar Runden Zeit hier. Gute Frage von Regenbogen im Stream. Ich gebe es mal an euch weiter. Bitte beantwortet ihr sie. Was ist dominiert hier in der Partie? Können oder Glück? Das Können des Chats, dass der mir gute Tipp gibt, oder das Glück von WB, dass ich einen Chat mit Können habe? The Silence. Danke fürs Abo verschenken an Barney und Barney, danke fürs Cheeren im Hintergrund. Danke dir. Planet Henry. Lieben Dank fürs Zweite. Ja, ich freue mich auch, dass wir Civ im Programm haben. Ah, der Bogenschütze muss natürlich weg. Und damit müssen wir den Kollegen auch wegziehen, sonst ist der gleich Geschichte hier. Einmal Bananen bitte. Brauchen wir die? Ja, Bananen geben 2 Gold mehr. Wird das denn hier unten bewirtschaftet? Im Augenblick nicht. Wir hätten ja aber schneller den nächsten Bürger. Wird das ja denn vorne genutzt? Ah, hier haben wir nur ein ganz lahmes. Ah, das Feld kommt nachher dazu. Wir lassen es einmal hier. Eine Nahrung mehr bitte. Pardon, stimmt gar nicht. 2 Gold mehr bitte. Wüste hier vorne. Dann ist das, und hier ist irgendwo schon die nächste Stadt. Hier sollten wir auch demnächst eine Stadt gründen. Boah, hier liegen leckere Geländefelder für Campusdistrikte, ne? Stellt euch vor, hier ein Campus-Distrikt hin mit einem 3er-Nachbarschaftsbonus. Hier, 1, 2, 3.
Wäre fein, ne? Hier vorne gibt es auch einen Dreier, aber das Feld ist sonst langweilig. Da könnte man auch einen hinpacken. Ach komm, wir spielen erstmal weiter. Ich traue den die Mongolen haben uns mittlerweile etwas weniger unlieb. Sind freundlicher für uns. Wollen wir auf den Grenzen mit ihnen tauschen? Dann marschieren die... Sollen wir das machen? 8 Gold einmalig und beidseitig auf den Grenzen. Wir können durch deren Territorium marschieren, die durch unseres. Und wir können uns vielleicht bei denen ranwanzen und einschleimen. 2 meiner Spezialdisziplinen. Sowohl im Real Life als auch in Game. Machen wir. Die Mongolen seien mit jemandem im Krieg. Mit wem denn? Ja, mit einem unbekannten Dritten. Vierten. Dann werden die mit uns wahrscheinlich, dann werden wir denen erstmal egal sein. Eine Runde weiter. 4 Bürger hier mittlerweile. Alles klar, 1 weiter. Pferde verkaufen. Carolus Rex, ja, aber dann spusten wir die mit ihrer Spezialeinheit. Ah, wir würden ordentlich Geld bekommen. Wir überprüfen das gleich mal. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Also wir könnten ihn aus der Entfernung wegballern oder ein Feld nach hinten weichen. Dann würden die auf flaches Terrain gehen ohne Defensivbonus und von hier aus könnte man auf den auch noch schießen. Wir machen das mal. Allerdings, der steht auf Sumpf. Auf Sumpf sind Einheiten besonders schwach. Ach komm, wir machen den Bogenschützen einmal weg. Der ist einfach fies. Dann, da ist das Monument da. Wunderbar. Haben wir hier einen coolen Platz für einen Campus, aber ganz weit weg hier oben gerade platziert. Stadtmauern, Kornspeicher. Wir könnten auch ohne, wir haben die Siedlerkarte drin, auch unter Verzicht auf einen Bürgerpunkt, auch hier einen Siedler reinsetzen. Ich weiß, wir müssen hier Loyalität aufbauen gegenüber Genghis Khan und seinen Mongolen, aber wir kommen ja mit 4 Bürgern klar. In 7 Runden haben wir 5 Bürger, der Siedler wäre in 9 da. Das heißt, wir könnten die 4 Bürger hier halten. Die Nachbarstädte der Mongolen allerdings, die wachsen an Bevölkerung und setzen uns loyalitätsmäßig mehr unter Druck. Aber oder Genghis Khan produziert bei den Nachbarstädten auch Siedler. Das kann auch sein. Das ist nicht unwahrscheinlich. Tirodün. Danke fürs zweite Abo an dich. Ich würde das machen. Ich würde überall Siedler reinhauen. Komm, wir machen das. Kornspeicher. Warum Kornspeicher? Brauchen wir nicht. Wenn wir den Siedler bauen, der kostet einen Bürgerpunkt, dann können wir uns den Kornspeicher erstmal schenken. Carolus Rex. Siedler ist quasi der Ersatz erstmal für den Kornspeicher. Und da wir die Karte drin haben, mit der man mehr Produktion für Siedler aufbringt, ich würde das so machen. Ja? Mit dem gehen wir hier mal scouten. Ah, Silber. Noch ein Luxusgut. Hätten wir das innerhalb unserer Reihen? Gerne. Wir gehen mit ihm mal hier oben scouten. Und vielleicht rennt der Krieger sogar bis zu dem Bonusdorf da oben hin und plündert es für uns. Ein Gouverneurstitel. In 2 Runden der Siedler hier. Nochmal eine Runde weiter und ihr müsst mich in einer Runde an was erinnern? Woran müsst ihr mich in einer Runde erinnern? Woran? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht fällt es euch ja ein. Eine Runde weiter. An eine Beförderung für Magnus. Ach, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Danke, wenn ich euch nicht hätte hier vorne. Angriff der Barbaren. Knapp überlebt. Ein Zeitalterpunkt, weil wir in einem neuen Zeitalter eine Tech entwickelt haben. Keine Stunde im Leben, die man im Sattel verbringt, ist verloren. An Tee trinken. Prost. Danke, dass er mich an das Tee trinken erinnert. Aquädukte. Maschinenbau. Baut Stadtmauern. Ein Boost.
Machu Picchu. Oh, Machu Picchu wäre super auf der Karte. Wir haben Berge ohne Ende hier. Und Berge geben mit dem Weltwunder Machu Picchu einen sogenannten Standard-Nachbarschaftsbonus, also ein plus 1, glaube ich, für jeden Theaterplatz, der neben einem pro Berg, der neben einem Berg steht, Handelszentrum, Industriebezirke. Aber wir müssen erstmal weitere Städte bauen. Hier oben haben wir das Heureka schon. Ist eine Sackgasse, aber brauchen wir sowieso. Schwertkämpfer bekommen wir auch demnächst. Wassermühle. Die Ressource wird eine Weile dauern. Wir gehen einmal... Was sind die drei Technologien hier vorne, Leute? Ist eine von denen, ist glaube ich Bauwesen, ne? Was bringen die drei fehlenden Technologien der Klassik nochmal? Wer weiß es? Was sind die drei Technologien, die hier im Fog of War sind? Typischerweise in der Klassik. Welche drei sind das? Galeeren, Schiffbau? Nee, Eisenverarbeitung ist hier vorne, René. Wir gehen einmal auf das Rad. Und gucken mal, was dann hier kommt. Wir wissen nicht genau, wir brauchen die Währung sowieso irgendwann. Wir machen erstmal alles, wo wir schon Heureka haben. Weil das geht schneller. Oh oh. Einmal einen zu. Oh 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 oh. Können beide angreifen, dann ist der futsch. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Stonehenge wurde gebaut und damit ist wiederum gleich eine der Religionen aus dem Spiel. Wie viele Religionen gibt es noch? Drei sind gebaut worden. Gerade wurde Stonehenge gebaut. Das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit wird gleich die vierte und letzte Religion im Spiel errichtet. Und wir werden in dieser Runde spirituell, in dieser Partie, nichts auf die Kette bringen. Kein Buddhismus, keine Religion für uns. Vierte Religion geht gleich weg mit Stonehenge und dem gratis großen Propheten. Das Judentum wurde von wem auch immer entdeckt. Der Katholizismus von irgendjemand anderem. Die orthodoxe Ostkirche, auch von irgendjemandem. Es sind auf jeden Fall weder Genghis Khan und seine Mongolen, noch die Gallier. Eine Runde weiter. Nein, Magnus befördern. Von wegen der Punkt hier. Magnus wird befördert. Kein Bevölkerungspunkt hier verbrauchen. Dann steht hier der Siedler. Ohne dass er einen Bürgerpunkt kostet. Und eins weiter. Батрэр чи гутагцсан буюу. Гэвч энэ бол бас их гутамшиг бос болов гэ. Sehr neckisch. Haha. Witze auf meine Kosten, mag ich sehr gerne. Frechdachs. Noch ein Zeitalterpunkt für uns, weil wir eine neue Ausrichtung haben, nämlich diese. Nimmt, wird sich früher oder später Zeit für Krankheit nehmen müssen. Jetzt können wir Unterhaltungskomplexe bauen, da müssen wir auch gleich mal einen planen. Ändern die Politikkarten? Was kommt als nächstes? Die Verteidigungstaktiken für den Notfall, um Stadtmauern überall bauen zu können und einen Gouverneurstitel daneben. 14 Runden bis dorthin. Was viel wichtiger wäre, wäre die Ausrichtung, die uns die Regierungsformen bringt, der Klassik. Autokratie, Oligarchie und so weiter. Und die ist hier irgendwo, sind die. Hier ist die neue coole Regierungsform. Und egal, wo die hier vorne ist, wir müssen auf jeden Fall hier rüber gehen, über Drama und Dichtung. Das hat Priorität. Theaterbezirke, ja.
wir sind meilenweit davon, Theaterplätze zu bauen. Wir brauchen erstmal Städte. Wir haben nur drei Städte hier. Da ist ein Siedler. Und irgendwie geht es jetzt rauf Richtung Norden. Hier oben hin, damit wir über Eisen verfügen. Oder Alternative nach rechts ziehen. Aber das kann auch der Siedler in 8 Runden, um hier die Stadt zu gründen. Und er zieht nach links, bitte. Und soll da oben hin. Oh, oh. Boah, ist das krass. Wir können nur flüchten vor denen. Wir müssen abhauen. Also, ich will nicht, dass diese coolen Super-Deluxe-Einheiten irgendwie eines grausigen Todes sterben. Wir brauchen noch Verstärkung an der Front. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es dazu kommen könnte. Fünf Runden hier vorne die nächste Annehmlichkeit. Wir müssen abhauen. Vor Barbaren flüchten. Mein Stolz blutet, weint, bittere Tränen. Also das ist für Selbstbewusstsein. Aua, das ist echt doof. Wieder eine Runde weiter. Hier wird das Monument fertiggestellt. Gibt nochmal 2 Loyalität vor Ort, wenn die Loyalität voll ist. Und hier vorne der Siedler erstmal. Der Siedler ist in 7 Runden da und jetzt haben wir die Wahl der Qual. Wir können mit Magnus hier hinziehen. Das sind in 7 Runden vor Ort und dann, wir müssen noch die Politikkarten wechseln. Und dann würde der Siedler hier oben nichts kosten. Im Augenblick haben wir an Loyalität 8,4. Wenn wir jetzt ihn wegziehen, haben wir plus minus 0 bei der Loyalität. Und würde es bei voller Loyalität bleiben, hätten wir mit dem Monument nochmal einen Loyalitätspunkt extra. Wenn bereits volle Loyalität, dann nochmal 1 mehr. Nee, stimmt nicht. Ich habe das verwechselt mit der Kultur. Die eine Loyalität bekommt man immer. Jetzt ist die Frage, wir gehen in die Politikkarten rein. Ich glaube, wir gehen auf Nummer sicher, schmeißen die Rekrutierung raus und gehen rein mit der Limatenei-Karte. 2 Loyalität pro Garnison. Wir gehen ganz auf Nummer sicher, ganz auf Nummer sicher. Und lassen die Siedlerproduktionskarte drin. Wir nehmen nicht rein die Karte, mit der man mehr Kampfstärke hat gegen Barbaren. Unsere Scouts, Bogenschützen, Kämpfer, die müssen, Krieger müssen auch so aufkommen. Wir nehmen nicht rein die Karte, mit der wir Gold sparen. Wir verprassen alles. Wir nehmen nicht rein die Karte, mit der man extra Produktion bekommt auf jeder Stadt, in jeder Stadt. Nur die beiden hier. Ja? Und jetzt ist die Frage, wollen wir hier oben auf einen Bürgerpunkt verzichten oder hier? Wenn wir Pingala wegnehmen, Pingala gibt, hat im Augenblick keine nennenswerte Beförderung, Bibliothekar ist egal. Wir könnten die beiden die Plätze tauschen lassen. Dann haben wir in 8 Runden hier einen Siedler, der dann hier hinzieht. Dann zieht er in 8 Runden wieder weg hier vorne hin. Und dann timen wir den Siedler so, dass wir alle 5 Runden einen Siedler haben. Und Magnus pendelt immer von einer Stadt zur nächsten. Und hier bauen wir zunächst einmal doch den Kornspeicher. Dann haben wir einen weiteren Bürger mehr. Sollen wir das machen? So machen wir das. Magnus wird zu Pendel-Magnus. Der erste Pendler der Weltgeschichte. Braucht eigentlich Magnus, wenn er viel pendelt, einen großzügigen Steuerzuschuss oder eine Steuerbefreiung bei seinem Agrardiesel? Oder bei seinem Fahrzeug?
Oder schafft er das auch ohne staatliche Unterstützung? Meint ihr, Magnus braucht ein bisschen Unterstützung durch den Staat? Oder kann er selber für seine Reisekosten aufkommen? Was glaubt ihr? Kilometerpauschale für ihn? Er soll eine Fähre benutzen? Na, ich weiß nicht, das könnte zu Protesten führen. Ein Pferdezuschuss für Magnus. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Gegenprobe. Magnus braucht einen Bullen, der ihn zieht, heißt es im Chat. Magnus muss mit der Bahn fahren. Bitte keine seelische Grausamkeit hier. Eine Runde weiter. Achso, wir ziehen Magnus jetzt hier hin, ne? Und die beiden tauschen bitte ihre Plätzlein. Okay. Und hier entsteht erst das Monument und dann der Campus. Eine Stadtmauer wegen des Heurekas wird sich gewünscht. Meinst du das Heureka für den Maschinenbau? Ja, wenn dann in einer dieser beiden Städte. Ja, vorne brauchen wir die ja nicht. Und hier haben aber Siedler und Monument. Nach dem Monument der Campus leider Priorität. Tut mich leid. Eine Runde weiter. Politikkarten haben wir gemacht, genau. Eins weiter. Eurekas bringen Zeitalterpunkte, ja. Aber wir haben noch einen Moment Zeit. Der nächste Zeitalterwechsel dauert ja noch ein bisschen was. Vielleicht können wir hier an der Engstelle gleich die Barbaren stoppen. Ja, ihr habt recht. Danke für den Hinweis im Chat. Snoop Dogg, Stimme überschlägt sich. Vor Begeisterung. WB, Genghis Khan, Genghis Khan. Machen wir. Einmal rauf zu Genghis Khan. Wie geht nochmal das Genghis Khan-Lied? Gab es da nicht mal einen großen Sangswettbewerb am englischen Königshofe? Ich hatte doch erzählt, dass Eleonore von Aquitanien, Britannien und unsere Queen Ellie, dass die angeblich die Erfinderin oder die geistige Mama des modernen Minnewesens sei. Die hat ja auch die Eigenschaft Minnehof hier. Sie hat, glaube ich, selber höchstpersönlich dieses Lied gedichtet, was fälschlicherweise entweder Genghis Khan zugeschrieben wird oder das die Freundschaft und die ewige kulturelle Verbundenheit mit Genghis Khan ausdrückt. Genau, irgendwas mit Genghis Khan, hey, 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 da war doch was. Stimmt, geh einmal das Lied an. Große Persönlichkeit 81, danke dir fürs 14. Abo, Grüße an dich. Und macht er mit uns eine Freundschaft? Adler, ziehen hoch über den Tauben und Hasen ihre Kreise. Stehen wir zusammen in Freundschaft, während der Rest in unserem Schatten kauert. So muss es sein. Ich gehe noch ein bisschen weiter scouten hier. Hatte ich denn mit ihm vor? Achso, der soll einen Siedler nachher begleiten. Eine Runde weiter. Plus 10 Gold jede Runde. Können wir mittlerweile mit ihm irgendeinen Deal abschließen? Mit unserem neuesten Best Buddy. Könnte auch sagen, mit unserem The Only One Buddy. Unserem einzigen Freund weltweit. Also wenn er wirklich unser Freund ist, lasst ihm doch Pferde verkaufen. 5 Gold? Ja, ich habe ein paar Golde übrig. Verkaufen wir ihm Pferde. Er wird seine Spezialeinheit Keshiks produzieren. Er wird uns für immer lieben. Vielleicht wird er unser Alliierter. Genghis Khan, Best Buddy. Also unsere Eleonore wurde doch historisch. Wurde doch das Gerücht in die Welt gesetzt, sie hätte alle möglichen Liebschaften. Was ja nicht stimmt. Mein Historiker heutzutage. Aber damals wurde das von vielen, vor allem von vielen Feinden behauptet. Ich will jetzt Eleonore nicht verkuppeln mit Genghis Khan, aber meint ihr, Genghis Khan wäre für unsere Eleonore
Eine gute Partie? Meinte, die beiden passen zusammen. Im Ernst. Passen das Blumenkranzhäusern und der Mann mit der Pelzkappe zusammen? Wäre das ein gutes Paar? Lucky Lurker meint, die passen zusammen. Glaubt ihr? Würden die beiden passen? Braucht er eine Mitgift? Aber normalerweise müssen doch diejenigen... Wer zahlt denn die Mitgift? Die Frauen- oder die Männerseite? Ich will auf jeden Fall erstmal Geld sehen. Verkaufen ihm 35 Pferde. Acht Gold, 30 Runden lang. Klasse. Die Eltern der Braut zahlen die Mitgift. Okay. Aldi Server, lieben Dank fürs erste Abo hier. Danke dir. Willkommen bei uns. So, die ziehen rauf. Hier vorne in 7 Runden einer. Magnus in 4 Runden da. Das passt auch. Und nochmal als weiter. Danke. Willkommen, ein Gegengeschenk. Schnelle Pferde, ein Übungsbogen. Was? Und Ayrak, um euch zu stärken. Prost! Ein Toast. Wir bekommen eine Delegation. Das heißt immer eine kleine Geldspende. Hier oben zieht unser Händler rüber zu Johannesburg. Die Barbaren wollen uns killen und wir kämpfen hier um unser Leben.